Ich wohnte auf der Steinstraße direkt gegenüber dem ehemaligen Arndt-Gymnasium. Und dann bin ich in den Ferien oder nachmittags im Sommer, wenn ja kein Eislaufen war, mit meiner Freundin, die war immer oben bei ihrer Oma, weil die Eltern berufstätig waren. Und da sind wir beide immer zum Stadtgarten gegangen. Und da durften wir auch alleine hin, weil nämlich da vorne das Toilettenhäuschen war. Und die Dame, die das bediente, die hat immer auf uns aufgepasst. Die lag immer im Fenster, verschränkt, auf den Armen. Und hat uns beobachtet, den ganzen Spielplatz über. Und die kam dann rausgefegt, wenn da irgendwas war, wenn ein Kind gefallen war. Dann wurde das verarztet in dem Toilettenhäuschen. Die hatte auch immer irgendwas an Süßigkeiten, damit der Schmerz nicht so groß war. Oder wenn da irgendwelche, ja, ich sage jetzt mal, komische Gestalten rumliefen. Da war auch ein Wärter, der durch den Stadtgarten lief. Das war so ein älterer Herr mit einem Stock, der wurde auch von der Stadt bezahlt und das war der Stadtgartenwächter, der dann aufpasste, dass da kein Müll rumflog. Ich weiß nicht, wie der damals bezahlt wurde, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, wir waren immer unter Beobachtung. Uns konnte nichts passieren, weder im Stadtgarten selber noch auf dem Spielplatz. Und meine Freundin und ich, wir haben sogar immer am Musikpavillon haben wir gespielt, und zwar in diesem großen Baum, der da vorne vorsteht. Wenn man also im Musik, da hast du rechts, hast du einen ganz tollen Baum mit mehreren Baumstämmen. Der ist auch heute noch da. So, da haben wir uns immer reingesetzt und da haben wir Straßenbahn und Zug mitgespielt. Mit Aussteigen, Einsteigen. Und dann sind wir auf den Musikpavillon raufgeklettert. Da ist ja das Gestänge. Und dann sind wir von da oben runtergesprungen. Und da kann ich mich noch an eine Begebenheit erinnern, da hatte ich ein Kleid an und dann bin ich da in dem einen hängen geblieben. Und dann habe ich bitterlich geweint, bin direkt mit meiner Freundin nach Hause gelaufen und die Mutti dachte, Gott weiß, was passiert wäre. Ne? Ich hatte nichts, ne? Ich bin da runtergesprungen, da hatte ich nichts. Ne? Ich hatte ein bisschen das Knie aus, das war aber egal. Viel schlimmer war der Riss im Kleid, der dann da oben noch hing, dann im Musikpavillon. Ja, und jetzt ist das ein schönes Restaurant, Non Olet. Es riecht nicht. Einen schönen Namen dafür gegeben, die Pächter.